Wer kommt als nächstes, aufgestanden? Majestät, eine Ikone des österreichischen Sports. Na, kein Fußballer, sei verstanden. Aber keineswegs, Majestät. Die Tennislegende Barbara Schett. Na, ist dann. Schönen guten Abend. Schneckengruß. Sei verstanden. Weißt du? Es ist schon die dritte Schneekugel, die wir bekommen. Und da ist schon wieder kein Pinguin drinnen. Das ist ein Brautpaar drinnen. Was will sie uns damit sagen? Naja, sie, eure Majestät. Das interessiert uns nicht. Majestät, ich stehe vor einem Rätsel. Weg damit. Eure Majestät sind ja doch noch ledig, oder? Ja, und das ist gut so. Deswegen haben wir gedacht, sie geben so eine Schneekugel mit, wo ein Brautpaar drinnen ist. Nein, wir werfen uns nicht vor den Zug der Ehe, heißt. So schlimm ist es auch nicht. Ah, ist sie verheiratet? Man muss nur die richtige finden. Wirklich? Ja. Hat sie den richtigen gefunden? Ich schon, ja. Ja? Ja, habe ich gefunden, ja. Ja? Ja. Wie lange ist sie jetzt verheiratet? Seit 2007. Das sind jetzt doch... Schlau. Nur mit einem? Nur mit einem, ja. Abartig. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Und wie heißt er denn? Der heißt Joshua Eagle. Wie bitte? Also die deutsche Übersetzung wäre Josef Adler. Joshua Eagle ist ein Australier. In Australien? Ja, ich habe in Österreich keinen Hat es verwechselt, gell? Österreich und Australien verwechselt. Ich habe mich wirklich bemüht, in Österreich einen zu finden, aber es war keiner zu finden. Das ist eine Frechheit. Wir lassen unser Volk nicht beleidigen von ihr Chef. Es hätte sich schon einer gefunden, aber der hat sich gedacht, na, Dennis Bracker nehme ich nicht. Unmöglich. Hat sie sich schon multipliziert auch? Ja. Ja, wie heißt das Kind? Noah. Noah. Also eins oder Noahs? Nur eins. Der Wieso Noah. Heißt das dann Noah-Kind? Es ist nicht nur ein Kind, sondern nur ein Kind, der heißt Noah. Ach so, also ja. Für den Vater ist das zweite. Vielleicht gibt's Noah später, aber jetzt gibt's nur den Noah. Wer soll das verstehen, sei verstanden? Vielleicht die Aborigines, Majestät. Ja. Spielt der Didgeridoo auch der Gatte? Ja. Wirklich? Da. Wir haben zwar keines zu Hause, aber er hat uns schon mal vorgespielt. Wirklich? Ja. Ja, wir können sagen, wenn wir jetzt viel gesoffen haben, spielen wir auch Didgeridoo. Worauf denn? Am Eisel. Vielleicht kriegen wir das heute noch zusammen, Seifenstein. Also sie war, wie viel in der Weltrangliste war sie? Majestät, sie war Weltranglisten siebte und gilt als erfolgreichste Tennisspielerin in Österreich. Ausgezeichnet. Danke. Seifenstein, zeigen Sie uns Ihre größten Erfolge. Majestät, meinen die Erfolge? Die größten Erfolge, haben wir ja gerade gesagt. Zu Befehl, Majestät. Hofbildstelle. Ja. 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 Ja, großer Erfolg. In the morning, fever all ja! Wahnsinn! Ja, da sieht man, wie hart das Leben ist, gell? Hat sie neben dem Modeln auch noch Tennis spielen müssen, um sich einen Lebensunterhalt? Furchtbar. Ja, ab und zu habe ich dann noch Tennis gespielt. Ja, wenn sie vielleicht irgendwas in den Mund genommen hätten, so eine Karotte oder sowas, dann wäre es vielleicht auf Nummer 6 auch gegangen mit den Fotos. Also, ja, jetzt ist es zu spät, leider. Ja, das sieht man. Was macht sie jetzt beruflich, nachdem sie nicht mehr Tennisbracker ist?
Naja, hauptberuflich bin ich Mutter natürlich. Ja, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja. Dann bin ich aber immer nur dem Tennis verbunden. Ich moderiere, kommentiere bei den großen Grand Slam-Turnieren. Schau. Und in Österreich gibt es ein Damenturnier, bei dem ich Botschafterin bin und ja, so einige andere Kleinigkeiten. Ja. Noch. Bei welchem Fernsehen moderiert sie es auch verstanden? Majestät, nicht beim richtigen Fernsehen. Was? Nicht bei uns? Beim anderen Fernsehen? Und wir haben den Ding und die haben die? Leider, Majestät, Hofbildstelle. Ein Erster. Aber ich bin im Prinzip nicht kein guter Moderator, oder? Danken hat nämlich seinem Vater Anton Holster. Wir haben den und die haben sie? Muss ich noch viel? Müssen wir dann mit dem Rabitz reden? Nachher. Vielleicht will sie auch für den österreichischen Hof arbeiten. Ne? Wir brauchen eine Tennislehrerin, Seifenstein. Gerne. Mit Verlaub, Majestät, haben bereits eine Tennislehrerin. Ja, aber eine, die Tennis spielen kann, auch brauchen wir. Nicht eine Majestät. Tennislehrerin, wir brauchen eine Tennislehrerin. Verstehe, Majestät. Lass uns einmal unsere kommen, Seifenstein. Zu Befehl, Majestät. Augenweide. Ja, wir haben eine Tennislehrerin. Vielleicht können uns der Tennislehrerin ein bisschen was beibringen. Also mit dem Schläger was beibringen. Ansonsten brauchen wir da nichts beibringen. Also, husch auf den Center Court. Wir wollen sie gegeneinander antreten lassen. Seifenstein, organisieren Sie das. Die Damen bitte auf den Center Court. Vormärz, Biedermeier. So, es geht jetzt um unsere Gunst. Ja. Aha. Das Gelbe sind die Bälle, Chet, falls er sich nicht erinnern kann. Ja. Wer schlägt Aufschlag auf? Aufschlag Augenweide. Ja. 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 Nein, sie hat noch nicht Aufschlag. Chet, vollkommen falsch. Aus. Augenweide unter die Dusche, husch, wir kommen dann. Shit, offensichtlich ist sie gar nicht mehr so gut, wie wir geglaubt haben. Nein, ich bin doch ein bisschen langsamer geworden, meine ja, Reaktion also hat nachgelassen. Ja, aus der Übung. Wir wollten ja den Thomas Muster reaktivieren, damit Österreich wieder eine Rolle im Tennissport spielt. Aber der Muster ist seit der Winze ist vollkommen verkommen. Zeigen Sie mal ein Foto. Hofbildstelle, bitte. Der findet den Center Court nicht mehr. Jetzt haben wir uns gedacht, wir reaktivieren Sie, damit Sie wenigstens für österreichische Erfolge sorgt. Seifenstein, Sie haben sich ums Tuning gekümmert, oder? Sehr wohl, Majestät. Vormärz, Biedermeier. Angesichts des Umstandes, dass Frau Schett doch schon 35 Jahre alt ist, Gottes habe ich Willen, sagen Sie das nicht so laut. Habe ich die Kaiserliche Forschungsstelle für Bionik und Mechatronik etwas in Auftrag gegeben. Vormärz, Biedermeier. Da kommen uns die zwei Hirschen. So. Also, was haben Sie da jetzt vorbereiten lassen, Seifenstein? Als erstes hätten wir einen sogenannten Reflexbeschleuniger. Das Element ersetzt die Schädeldecke und wird direkt mit den entsprechenden Gehirnregionen Au. Verbunden. Der Reflexbeschleuniger verleiht Frau Schett 100-fach geschärfte Sinne und erhöhte Reaktionsfähigkeit. Ja, aber nur, wenn der Vormärz und der Biedermeier sie nicht vorher kaputt machen, die Schett. Meine Frisur vor allem nicht kaputt machen. Ja, das ist wurscht. Die hat schon vorher furchtbar ausgeschaut. Demokratie. Oh. Ja, was okay. Nächstes aufstand? Ein bionischer Tennisarm. Aha. Der Motor verleiht dem Arm 145 Pferdestärken, wodurch Schüsse mit einer Endgeschwindigkeit von bis zu 500 km/h erreicht werden können. Na, schau. Ausgezeichnet. Noch was, Seifenstein? Ein künstliches Hüftgelenk, sicherheitshalber. Danke. Ja, da kann sie als Elvis-Imitator auch auftreten, falls mit dem Tennis nichts wird, gell? Also, Chet, sie weiß jetzt, was sie zu tun hat. Trainieren Sie mit dem Zeug. Ja. Ja, wir kommen sie dann später abprüfen, gell? Danke. Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch ein bisschen brav sein, gell?
Hola, 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 hola.